ja, vor einigen Wochen haben wir noch Karneval gemeinsam in Oberhausen gefeiert und jetzt stehen wir heute hier, einige Wochen später, und auch für uns hat natürlich das Coronavirus keinen Halt gemacht und natürlich sind wir als Caterer oder als Gastronomen besonders davon betroffen, weil natürlich viele Veranstaltungen einfach abgesagt werden. Trotzdem nutzen wir natürlich jetzt diese Zeit, diese freie Zeit, um einfach einige Sachen nachzuholen, die in den letzten Wochen liegen geblieben sind. Man könnte zum Beispiel das Lager aufräumen, man kann ein Auto folieren lassen, was durch einen Unfall im letzten Jahr beschädigt wurde. Ja, auch wir überlegen uns natürlich, wie wir im Moment mit dieser Krise umgehen. Als Familienunternehmen diskutieren wir natürlich mit allen Angehörigen darüber, wie auch die Umstrukturierung des Unternehmens jetzt gerade stattfinden kann. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, in den kommenden Wochen damit zu starten, Lieferungen für zu Hause anzubieten, für Menschen, die entweder unter Quarantäne stehen oder einfach gerade gar nicht die Möglichkeit haben, einzukaufen durch die Risikogruppen. Und da sind wir gerade dabei, den Bedarf einfach festzustellen und zu schauen, ob es da Möglichkeiten gibt, diesen Menschen in Oberhausen zu helfen. Viele Kommunionen und Konfirmationen sind abgesagt worden, viele Firmenfeiern, die natürlich jetzt gerade nicht stattfinden können. Trotzdem sehen wir positiv in die Zukunft. Auch diese Veranstaltungen werden natürlich im besten Fall irgendwann nachgeholt. Auch wir müssen jetzt gerade mit dieser Krise einfach umgehen. Natürlich gibt es viele Unternehmenszweige, die da gerade hart zu kämpfen haben, aber ich kann nur meinen Mut an alle Menschen richten. Gebt nicht auf. Auch wir werden Corona überstehen und wir wünschen euch natürlich alles Gute.